Nerdzone. Hallo allerseits, herzlich willkommen zu Battle Princess Madeline. Für alle alten Säcke unter uns, das ist ein Spiel im Stile von Ghosts and Goblins bzw. Ghouls and Ghosts. Ein richtig schönes und wahrscheinlich bockschweres Arcade-Spiel. In Memory of Hartley, Grampy Deek, Lonergan and Fritzy. Grampy. Maddie, I heard you were homesick, so I came to keep you company. Ach, wie schön. I'm fine, Grampy. I'm just about to level up in Buildycraft. Look. Level up? I don't know what that means. But I've got a story for you. Another story? How about watch me play Buildycraft instead? Give it a chance, Maddie. I have a feeling you'll find this story interesting. It's about a brave princess named Madeline. Madeline? That's my name too. Complete coincidence, I swear. Anyway, this princess becomes a great knight. Some may say the greatest. She has amazing adventures. She battles all kinds of monsters and defeats them all. A princess becomes a knight? How does that happen? Never mind the boring stuff. Get to the good stuff. Okay, okay. Let's get on to the adventure. Get back. That sieht cool aus. Maddie. Whoops. Fritzy, no! Oh, der arme Fritzy. Battle Princess Madeline. Das Intro ist schon mal extrem cool. We have no time left for tears, Madeline. Be brave. We must go forth and find the others. But how will we do that, Grampy? Wer bist du? This is the beginning, child. Beginnings are found where other things end. There's no truer ending than the grave. The crypt of our descendants is hidden here and buried within a magic scroll. Uncover the crypt and the scroll will lead you anywhere you seek to go. Oh. Da ist er ja. Fritzy. Is it really you? Oh, good boy, good boy. I thought I'd never see you again. Oh, und los geht's. Hurry up, Madeline. You too, Fritzy. It isn't safe here. Let's go. Okay. Boneyard of the Royals. Okay, wir können uns hier jetzt bewegen, springen. Und genau, das können wir auch.
Ups. Will ich hier hin? Hey there, Princess. Make sure you always pay respect to the fallen. Statues, monuments and even ghosts. They may return the favor. Maddie, please help. I was watching my brother when he saw you run off to the boneyard to fight the monsters. He wanted to be brave like you and fight the monsters too. He never came back when you did. Can you find him? I sure hope he's okay. Okay. Können wir da rein? Nein. So, wir schauen jetzt mal hier rüber. Boneyard of the Royals. Boing. Ups. Oh. Princess Madeline, a great guardian lies beyond this area. We have locked it in the royal tomb. We could not defeat it. I lost my key when I was running out of the tomb. But Joe, another royal guard, may have one. Go back to town and find Joe. He is probably making sure his child is safe. Okay. Na, dann können wir hier nicht weiter im Moment. So. So, dann gehen wir zur Stadt. Ja, ein paar Sachen aufheben natürlich. So. Hey Maddie, we want to go into the swamp, but can't because of that big skeleton blocking the way. Can you kick its butt so we can go through, please? Ihr habt Wünsche. Princess Madeline, it's me, Joe, one of your royal guards. I have something that you will need for your quest. Oh, da haben wir schon die Schlüssel. Here is my magic keyring. It glows whenever you are near a door you can unlock. The closer you are to a door, the faster it will glow. Good luck, Princess. Hello Madeline, did you know that there are hidden treasures everywhere? Check behind walls wherever you go. You'll never know what you'll find. Gut so. Also, wir haben jetzt den Schlüssel. Dann machen wir uns mal auf den Weg. Also, es gibt keinen Double Jump, habe ich schon gesehen. Jetzt ist auch hier der Weg frei. Keine Chance. Und zum Glück ziehen die Pflanzen nicht. Also, zum Hut selber, oben links ist mein Health zu sehen, die ausgerüstete Waffe, nämlich der Speer im Moment, oben rechts, keine Ahnung, was das für eine Anzeige ist, das grüne, die Schlüssel sieht man da auch. So treffe ich. Sehr gut.
irgendwie immer zu den ungünstigsten Zeitpunkten auf. Hier sollte ich rauf, oder? Moment. Von den Tasten funktioniert nichts, also vielleicht noch vorher irgendwo anders hin. Auch nicht hier rüber. Also geht's hier vorerst weiter. Oh. Hübsch. Tja. Die Frage. Ach. Ist nämlich auch. Wie oft darf ich sterben? Das ist auch, scheint aus, auch jetzt so Ghost & Goblins mäßig zu sein. Man verliert schön langsam die Rüstung und irgendwann hat man nichts mehr und oh, was ist jetzt? Irgendwann hat man nichts mehr und das Spiel ist vorbei. Der Zeitpunkt kommt jetzt bald, wie es aussieht. Ah, ich komme hier nicht drauf. Schade, schade. Aber wir kommen hier rüber. Was ist das? Keine Ahnung. Ups. Okay, hier geht's wohl nur hier weiter. Go. I have to go back to revive the gods so they can protect the castle. You're on your own, Madeline. Fritzi will help you from now on. Be careful on your journey and remember you can return to the castle whenever you need to. Thanks, Grampy. I'll see you soon. I promise. Okay, dann laufen wir mal. Hui. Ach. Komm her, komm her. War schon weg.
Hier ist er wieder. Man sieht natürlich sofort, dass ich wunderbar ein Talent für diese Spiele habe. Ich bin nämlich absolut nicht gut darin, aber ich spiele es total gern. Klingt komisch, ist aber so. Sind auch recht nett. Ach. Aber ich bin gespannt, ob es irgendwie mal ein Game Over gibt oder sowas. Bis jetzt, falls es sowas wie ein Game Over gibt oder eine Anzahl an Leben, ich habe es noch nirgends gesehen. Die Checkpoints sind sehr, sehr fair verteilt. Nicht drauf? Nein. Okay. Das war's. Ja, keine Ahnung, wo ich das jetzt sehe. Aber es ist mal Game Over. Ups. Und runter. Luft. Ja, kein Problem. Da stellt sich mir dann die nächste Frage. Das Zeug, was ich einsammle, ob das irgendwas bringt. Mir dann was kaufen kann. Fähigkeiten. Oder sowas in der Richtung. Auf jeden Fall muss ich vorsichtiger sein. Fledermaus da oben. Ah, ich kann auch gerade nach oben schießen, okay. Das ist gut zu wissen. Dann sind nämlich diese Pflanzen noch weniger Problem. Das war nicht gut. Oh, den habe ich vorhin gar nicht gesehen. So.
Schalt dich wohl rein. Oh. Hätte ich fast übersehen. So, ich hoffe, ich bin hier noch richtig am rechten Weg. Auch nach oben durch Wände durchschießen. Auch eine wertvolle Info. Aber da brauche ich sowas wie einen Double Jump, dass ich hier hinkomme. Was für mich die Frage wieder aufwirft, kann ich mit der Kohle was machen? Hier kann ich rein. Oha. Ja, hallo. Aber treffen tue ich den auch nicht. Autsch. Treffe ich den? Jetzt treffe ich ihn. Okay, also ich... Wenn er zuschlägt, jetzt... Okay, so machen wir das. Das ist nicht gut. Das ist gut. Richtung. Oh. Jawohl. Schauen wir mal, wie viel er aushält. Er blinkt schon. Au. Au, sage ich. So, komm, stirb. Stirb, sag ich. Jawohl. Puh. Oh. Hold your fire there, kiddo. We're on your side. We've been watching you from up in the clouds ever since you were born. And no great-great-grandparents could be prouder, sweetie. And we know why you are here, your beautiful and courageous prince. Our beautiful and courageous princess. Was bekommen wir hier?
It's our honor to give this to you, our brave young knight. We believe in you, Maddie, and we'll always be watching over you. Good luck and go get him, kiddo. Was habe ich jetzt bekommen? Wer bist du? Princess, your grandfather requires you back at the castle. Please follow me. Okay, I hope everything is okay. Schauen wir mal. There may be a faster way to travel. The kingdom's alchemist, Sir Dev, created a device he calls the Stitchbot. It lets you travel to faraway places in an instant. Sir Dev holds the answer to your to you completing your quest. Perfect, let's go see him. If only it were so easy. Sir Dev has been captured by a witch who was jealous of his transport machine. She stole this Stitchbot, hoping to use its magic for herself. What she didn't understand is that the Stitchbot comes to life with magic and with science. She spent weeks trying every spell she knew to get the Stitchbot to work. And when she ran out of spells, she captured Sir Dev and made him a prisoner in her cave. If you wish to get further in your quest, you must visit the swamp where the witch is hiding Sir Dev. Rescue him and return him to the castle, and he will reveal the true way the Stitchbot works. Okay, Grampy, I'm on my way. Hold up a second, Maddie. Let's use that scroll you have there. There is a warp stone in Fritz's crypt. Follow me. Okay. Das ist ein Warp Stone. Okay, Maddie, all you need to do is touch the Warp Stone and open the scroll. The scroll part is easy. Just go to the picture of the place you want to go to. And then touch the stone again. That's it. Now touch the stone and open the scroll to the swamp picture. Okay, Grampy, I got it. Wish me luck. Good luck, Madeline. You can do this. Jawohl. Und schon sind wir in den Swamplands. Hier gebildet. Oh. Geh ich da drauf? Was will ich jetzt wissen? Komm. Oh. Oha. Das war so nicht geplant. Ups. Nö, das war so nicht geplant. Ja, ich würde auf jeden Fall sagen, das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.